das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Julia Nihari-Kazen. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. In Polen sind heute Hunderttausende gegen die Politik der nationalkonservativen Regierung auf die Straße gegangen. Gefordert wurden freie Wahlen und ein demokratisches europäisches Polen. Letzter Auslöser für die Proteste war ein Gesetz für eine Untersuchungskommission. Diese soll russische Einflussnahme auf die Politik prüfen. Die Opposition sieht darin, vor den Wahlen den Versuch, gegen politische Gegner vorzugehen, vor allem gegen den früheren Regierungschef Donald Tusk. Ganz vorn marschiert Donald Tusk, der Chef der Oppositionspartei PO. Er hatte zu dem Marsch gegen die Regierung aufgerufen. Neben ihm Lech Wałęsa, eine Legende in Polen im Kampf gegen den Kommunismus und für Demokratie. Dass heute, genau 34 Jahre nach den ersten halbwegs freien Wahlen in Polen, für viele die Demokratie wieder auf dem Spiel steht, hat Hunderttausende auf die Straße getrieben. Die Demokratie stirbt in der Stille. Aber ab heute werden wir nicht mehr still sein. Ihr habt eure Stimme erhoben im Namen von 38 Millionen Polen für die Demokratie, damit sie nicht stirbt und gegen die täglichen Angriffe von Kaczynski und der Regierung auf ihre Fundamente. Viele hier hatten sich erst kurzfristig entschieden mitzulaufen, nachdem die Regierungspartei PiS vor einer Woche ein heftig umstrittenes Gesetz beschlossen hatte. Eine Kommission soll den russischen Einfluss auf die polnische Politik in den vergangenen 16 Jahren untersuchen und Beschuldigten die Eignung für öffentliche Ämter aberkennen. De facto soll es vor allem Donald Tusk, den ehemaligen Regierungschef, an den Pranger stellen. Der Weg zu unfreien Wahlen, so sehen es hier viele. Ein Krebsgeschwür frisst unser Land auf. Unsere Regierung zwingt unser Land in die Arme des Autoritarismus. Wir machen es gerade Russland nach. Der Demonstration heute haben sich neben Tusks PO auch alle anderen großen Oppositionsparteien angeschlossen. Der Versuch der Regierungspartei PiS mit dem sogenannten Lex Tusk, ihren größten Gegner bei den Wahlen im Herbst, Donald Tusk, zu schwächen, könnte sich als Bumerang erweisen. Die Demonstration heute ist eine der größten in Polen seit 1989. Nach weiteren Krawallen in Leipzig ist die Polizei in der Nacht mit einem Großaufgebot gegen Demonstrierende der linken Szene im Einsatz gewesen. Auf beiden Seiten gab es Verletzte. Gegen 5 Personen wurde Haftbefehl wegen Landfriedensbruchs erlassen. Nachdem vergangenen Mittwoch die Linksextremistin Lina E. zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, hatten Linksautonome bundesweit zu Protesten in Leipzig aufgerufen. Eine Demonstration gegen Polizeigewalt heute Abend hat die Stadt verboten. Die vergangene Nacht in Leipzig. Erneut kommt es zu Ausschreitungen. Eine Polizeistation wird angegriffen, Einsatzfahrzeuge beschädigt, Barrikaden errichtet. Insgesamt wurden gestern 50 Polizisten verletzt, 30 Menschen festgenommen. Rund 3000 Beamte waren im Einsatz. Einschätzungen des sächsischen Innenministers. Da, wo es um Gewalt geht und da, wo es um Steine werfen, Pyrotechnik, Molotow-Cocktails, das war alles im Spiel geht, da musst du von vornherein ganz klar machen, dass der Rechtsstaat agieren wird. Kritik gab es am Vorgehen der Polizei bei einer angemeldeten Demonstration. Nach Angriffen auf Beamte hatten die rund 1000 Demonstranten teilweise bis in die Morgenstunden eingekesselt, um ihre Identität festzustellen. Es seien willkürlich Menschen festgesetzt worden, kritisiert Marco Böhme von den sächsischen Linken. Für über 11 Stunden, und das ist ein Problem, wo wie gesagt Minderjährige und Unbeteiligte dabei waren, wo ich mir denke, was hat die Polizei da für eine Strategie verfolgt? Denn die Gewalttäter, die Steineschmeißer, die waren dann schon lange weg. Außerdem seien 10 Demonstrationen verboten worden, kritisiert er. Leipzigs Oberbürgermeister Jung verteidigt das Vorgehen. Die erlaubte Demonstration gestern Abend zeigt, dass das Verbot richtig war. Wir müssen leider erleben, dass auch bei einer friedfertig angekündigten Demonstration sich Gewalttäter darunter mischen, dass sie instrumentalisiert wird. Für den Abend war in Leipzig eine weitere Demonstration im Stadtteil Connewitz geplant. Diese wurde aber von der Stadt verboten. Die Polizei ist auf weitere Störungen eingestellt. Bis zum frühen Abend blieb es ruhig. Das anstehende EU-Treffen zur Asylpolitik hat auch in Deutschland die Diskussion neu entfacht. Die EU-Kommission empfiehlt Vorprüfungen von Asylanträgen an den EU-Außengrenzen. Regierungspolitiker von SPD und Grünen wollen diesen Vorschlag zwar mittragen, verlangen aber Ausnahmen für Familien mit Kindern und Jugendliche. FDP und CDU lehnen das ab.
In einem offenen Brief haben Prominente und Künstler kritisiert, die Regierung würde massiven Verschlechterungen zustimmen, statt Verbesserungen voranzutreiben. Die steigenden Umfragewerte für die AfD sorgen weiter für Diskussionen über die Ursachen. Die Union sieht im Koalitionsstreit über das geplante Heizungsgesetz den Hauptgrund für das starke Abschneiden der Partei. Ähnlich argumentiert auch SPD-Fraktionsvize Wiese. Im aktuellen ARD-Deutschland-Trend kommen SPD und AfD gleichermaßen auf 18%. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Fraktion Mihalic rief die Koalition zur Geschlossenheit auf. Verunsicherung und Sorge vor teuren Investitionen. Für viele Menschen wirft das Heizungsgesetz bislang mehr Fragen auf, als es Antworten liefert. Die guten Umfragewerte der AfD, zuletzt gleichauf mit der SPD auf Platz 2, sie hängen auch mit dem noch nicht beschlossenen Gesetz zusammen, sagt der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Wiese. Ich glaube, Robert Habeck ist sich sehr bewusst darüber, dass das Gesetz, wie er es sozusagen sich ursprünglich vorgestellt hat, so jedenfalls nicht umsetzbar ist und für viele, viele Bürgerinnen und Bürger auch, das will ich sehr deutlich sagen, auch teilweise Wut und Empörung hervorgerufen hat. Streit in der Bundesregierung, gegenseitige Schuldzuweisungen. Im Bericht aus Berlin verteidigt der FDP-Generalsekretär die Forderungen seiner Partei, das Gesetz zu überarbeiten. Es wäre schlecht für die Politik insgesamt, es wäre schlecht für das Ansehen dieser Bundesregierung, am Ende des Tages ein schlechtes Gesetz zu machen. Der CDU-Vorsitzende Merz, selbst mit der Union im Umfragetief, gibt den Medien eine Mitschuld. Mit jeder gegenderten Nachrichtensendung, schreibt er auf Twitter, gehen ein paar hundert Stimmen mehr zur AfD. Es geht im Kern nicht um die wahren Sorgen der Menschen. Es geht nicht um Inflation. Es geht nicht um die Fragen bei der Gesundheitspolitik. Es geht nicht um das Chaos bei den Heizungen, sondern es wird der Eindruck entwickelt, dass wenige Randthemen eine Rolle spielen. Dass es bislang nicht so gut gelaufen ist mit dem Heizungsgesetz, darüber ist man sich in der Bundesregierung einig. Jetzt will man sich auf die laufenden Verhandlungen konzentrieren. Am besten noch vor der Sommerpause soll ein neuer Gesetzesentwurf fertig sein. Noch einen Fehltritt will man sich in der Ampel jedenfalls nicht leisten. Angesichts der Spannungen am Indo-Pazifik will sich Deutschland dort verstärkt für Frieden und Sicherheit einsetzen. Das kündigte Bundesverteidigungsminister Pistorius bei der wichtigsten Sicherheitskonferenz Asiens, dem Shangri-La-Dialog in Singapur, an. Da Konflikte im Indo-Pazifik-Raum wichtige Handelsrouten beeinträchtigen können, ist die Region seit einigen Jahren zunehmend im Fokus der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Verteidigungsminister, Regierungschefs, Sicherheitsexperten. Der Shangri-La-Dialog in Singapur ist hochkarätig besetzt. Aus Deutschland ist Verteidigungsminister Pistorius angereist. Mit seiner Präsenz setzt er ein Zeichen. Die Indo-Pazifik-Region für Deutschland immer wichtiger. Nach den Entwicklungen der letzten Jahre wollen wir als Deutschland eben auch dafür Sorge tragen, dass wir unsere Risiken in den Abhängigkeiten, die wir haben, vermindern. Also Stichwort China. Wir wollen nicht alle unsere Eier im gleichen Korb haben, wie man so schön sagt. Das heißt, die Risiken verteilen, Abhängigkeiten reduzieren. Deutschland auf der Suche nach neuen Partnern. Als große Wirtschaftsnation hat es zudem ein Interesse an sicheren See- und Handelsrouten. Als Zeichen war vor anderthalb Jahren die Fregatte Bayern in der Region unterwegs. Im kommenden Jahr sollen zwei Schiffe der deutschen Marine vor Ort sein, zur Überwachung von Sanktionen gegen Nordkorea. Die zunehmenden Spannungen in der Region, besonders zwischen den USA und China rund um Taiwan, beobachten Sicherheitsexperten mit Sorge. Mit der Anzahl der Schiffe, die dort aufeinandertreffen und Chinas Einwänden gegen die US-Präsenz dort, ich denke, wir haben das Risiko eines Zwischenfalls auf See oder in der Luft und damit das Risiko einer Eskalation. Ein Beispiel dafür gab es erst heute wieder. In der Taiwanstraße kamen sich ein chinesisches und amerikanisches Marineschiff mit rund 140 Metern gefährlich nah. Für die USA eine bewusste Provokation von chinesischer Seite. Diese entgegnet, die USA sollten aus den Gewässern nahe China abziehen. Die Ukraine ist in der Nacht erneut heftig von Russland beschossen worden. Beim Angriff auf ein Wohnviertel in einem Vorort von Dnipro kam nach Angaben der Behörden ein zweijähriges Mädchen ums Leben. Mindestens 22 Menschen wurden verletzt, unter ihnen 5 Kinder. Die Rakete schlug in einem Hof neben einem Wohnhaus ein.
Das Zugunglück mit mehr als 275 Toten in Indien ist nach ersten Erkenntnissen durch einen Fehler im Signalsystem verursacht worden, sagte der zuständige Minister. Ein Personenzug sei demnach auf ein falsches Gleis geleitet worden. An der Unfallstelle im Bundesstaat Odisha sind weiter hunderte Helfer im Einsatz. Die Räumungsarbeiten an den Gleisen sollen bis Mittwoch abgeschlossen werden. Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Thüringen ist ein Mensch ums Leben gekommen. Eine Obduktion soll klären, ob es sich um einen vermissten 9-jährigen Jungen handelt. 11 weitere Menschen wurden verletzt. Das Feuer war gegen 5 Uhr morgens in einer Gemeinschaftsunterkunft in Apolda ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Die Brandursache ist bisher unklar. In dem Gebäude waren laut Behörden etwa 300 Menschen untergebracht. Bei der Ironman-Europameisterschaft in Hamburg hat es einen tödlichen Unfall gegeben. Nach Angaben der Polizei stieß ein Begleitmotorrad mit einem Radrennfahrer zusammen. Dabei kam der 70-jährige Fahrer des Motorrads ums Leben. Die offizielle Siegerehrung nach dem Triathlon und die EM-Party wurden abgesagt. Die Triathleten befinden sich auf der Radstrecke im Süden Hamburgs, als sich ein tragischer Unfall ereignet. Ein Kameramotorrad, das die Spitzengruppe der Profis begleitet, fährt auf der falschen Seite der Fahrbahn und kollidiert dadurch mit einem entgegenkommenden Amateursportler. Der Motorradfahrer erliegt wenig später seinen Verletzungen, sein Kameramann und der Sportler befinden sich im Krankenhaus. Schon zuvor war es im Rennen immer wieder zu gefährlichen Situationen gekommen. Die Strecke zu eng, die Anzahl der begleitenden Motorräder zu hoch, so die Kritik unter anderem vom dreifachen Ironman-Weltmeister Jan Frodeno. Das war eine völlige Farce. Und dann noch mit dem Gegenverkehr, das war, wie gesagt, ich habe es nicht gesehen, weil ich einen Kopf unten hatte, ich habe es nur mitbekommen, aber es war einfach so unfassbar eng, da dürfen keine Motorräder sein. Der Veranstalter hat sich bislang noch nicht zu den Sicherheitsvorwürfen geäußert und setzte das Rennen trotz des tragischen Unfalls weiter fort. Nach dem Sieg im DFB-Pokal hat RB Leipzig heute seine erfolgreiche Titelverteidigung gefeiert. Tausende Fans empfingen die Spieler am Nachmittag vor dem Leipziger Rathaus. Das Finale gestern Abend im Berliner Olympiastadion hatten die Sachsen mit 2:0 gegen Eintracht Frankfurt gewonnen. Um 22.18 Uhr gestern Abend reckte RB-Kapitän Willi Orban den DFB-Pokal in den Berliner Nachthimmel. Auftakt eines ganz langen Partymarathons. Krachen ließen es die Sieger bereits in der Kabine. Die Akkus waren schnell wieder aufgeladen, nachdem das Endspiel gegen Frankfurt zum Kraftakt wurde. Nkunkus doppelt abgefälschter Schuss öffnete spät die Tür zum Titel, ehe Szoboszlai 5 Minuten vor dem Ende alles klar machte. Heute Vormittag ging es zurück in die Messestadt. Zweiter Akt der Siegerfeier. Station 1, das Rathaus von Leipzig. Inklusive Eintrag ins Goldene Buch der Stadt. Trainer Marco Rose, der erste Fußballer aus Leipzig, dem diese Ehre zuteil wurde. Wach werden war großartig. Die Fahrt hierher war nett. Aber am schönsten war der Moment, wo so das erste Mal Leipzig Nord, Leipzig Mitte, Delitzsch, die Abfahrten kamen und du wusstest, okay, wir bringen das Ding nach Hause. Und darauf sind wir mächtig stolz und freuen uns mit allen Menschen hier in Leipzig. Auf dem Burgplatz vor dem Rathaus warteten bereits 8000 Fans auf ihre Helden und den Pokal, der kurz vor 3 den Anhängern auch endlich präsentiert wurde. Danach war aber noch lange nicht Schluss. Im offenen Siegertruck ging es umrahmt von einer riesigen Fanschar im Schritttempo weiter auf die Festwiese vor der Red Bull Arena. Dort klingt die zweite große Pokalsause in Folge für RB Leipzig irgendwann aus. Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 5. Juni. Im Südosten Deutschlands sorgt ein kleines Höhentief für wechselhaftes Wetter. Daher von den Alpen bis in südöstliche Bayern in der Nacht örtlich Schauer. In Nordseenähe Hochnebelfelder, die sich bis zum Mittag auflösen. Sonst morgen am Tag Sonne Richtung Südosten, neben Sonne teilweise dichte Wolken. Hier und da Schauer oder Gewitter, vor allem in der Südosthälfte Bayerns. In der Nacht 14 bis 2 Grad, am Tag 15 Grad auf Norderney, 28 Grad am Oberrhein. Die Aussichten. Am Dienstag vom Osten bis zur Mitte Regen oder Schauer, mitunter Gewitter, sonst ist es meist sonnig. Am Mittwoch Sonne und Wolken im Wechsel, vor allem in der Mitte Schauer und Gewitter, die kräftig sein können. Am Donnerstag im Norden Sonne, sonst wechselhaftes Wetter.
Um 22.45 Uhr geht es in den Tagesthemen mit Alina But um die schwierige Mission, den Pflegenotstand durch Personal aus dem Ausland zu bekämpfen. Und wir berichten über die Sicherheitsdebatte, die der Tod eines Motorradfahrers beim Ironman in Hamburg ausgelöst hat. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sonntagabend.